3-5-2 Formation, let's go. Baba Draft eigentlich immer mit der 3-5-2 gebaut. Der Akademie-Stürmer hat die gar nicht so schlecht. Agni nehmen wir mit. Oh, der kann sogar links mittel spielen. Geht leider nicht ins linke Mittelfeld. Wäre eigentlich nicer gewesen, aber gut. Was soll's? Lasst gerne Like da, Leute. Lasst gerne Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, Digga. 5-7-80er Kahn. Und täglich einschalten, Leute, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Tag 13 neue Videos. Ich hoffe, ihr schaltet ein, wenn ihr mal malisch mit dem Plan. Ist egal, wie wir da mitnehmen, Leute. Und wie man lasst einen Kommentar da, Leute. Je mehr Kommentare, desto besser für den Algorithmus. Was ist denn hier gerade los? Oh mein Gott, Zacharia. Schreibt also gerne mal in die Kommentare, wen ihr so zum Team of the Season bislang gezogen habt. Ich hoffe, ihr hattet den ein oder anderen nicen Spieler am Start. Pires haben wir. Ginola haben wir auch noch. Ja gut, wir nehmen mal Pires mit, würde ich sagen. Läuft bei uns. TTM, zweiter Icon erst. Naja, gut. Und wie man nicht vergessen, Leute, schreibt auch gerne rein, was euer Icon-Rekord ist. Ne? Wie viele Icons hattet ihr in einem Draft am Start? Ich bin mal gespannt. 11 Icons, mein Icon-Rekord bislang. Schauen wir mal, ob den heute toppen. Sieht bislang, ehrlich gesagt, nicht danach aus. Aber kann ja noch werden. Kölner 78er-Karte. Bro, was ist hier denn los? Was ist hier gerade los? Oh, right, immerhin mal. Eine Icon läuft bei uns, 92er Bright und noch nicht ganz hoch am Start gehabt. Drei Icons bislang erst. Also ich sag mal so, ne? Ich sag mal so, das ist jetzt echt nicht so nice. Kopete haben wir auch noch am Start, 85er Kopete. Giles, Anko, nicht mal als Trotzkarte. Upamecano hat auch eine Team of the Season Moments. Frag mich nicht warum. Warum hat der eine Team of the Season Moments Karte? Keiner weiß es, glaube ich, aber gut. Was soll's? Ja, was ist das hier für ein Draft? Das sieht wirklich, das sieht aus, als wenn FIFA gerade zwei Tage draußen wäre und es gefühlt noch keine Special-Karten gibt. Was kriegen wir hier für Spieler? Schwebe. 77er Schwebe, Alter. Ich glaub's. Ich komme wenigstens noch zwei Icons jetzt hier. Ja, Lucio immerhin. Okay, Laia, Alexandri haben wir noch am Start. Kann Rechtsverteidiger auch spielen. Naja, Lucio ist eigentlich dann schon ein bisschen fresher, würde ich schon fast sagen, oder? Ah, wir nehmen mal Lucio mit, come on. Oh, wenigstens hier noch ein Icon, komm. Oder Harry Kane 97 oder irgendwas Nices. Alter, Tabakovic 65 Tempo. Ich glaube nicht. Ey, was ist denn hier los, Mann? Leruni mit 81er, 78er. Nach der Startwelt. Normalerweise haben wir mal 91, 92 noch gestartet. Alter, was ist das hier? Wir haben drei Karten, nee, vier Karten mit 90 oder höher. Sonst habe ich teilweise manchmal 10 oder 9, 10 Karten mit 90 oder höher. Van Persie, sehr nice. Hatten wir auch, glaube ich, noch nie am Start. Adeyemi haben wir noch am Start. Ja, gut, dann kommt Persi mit. Drei Icons auf einmal. Ne? Das ist auch wieder so unnötig. Gibt doch die Icons alle nacheinander schön. Okay, ist noch alles möglich. Wenn wir jetzt hier 4, 5 Icons eine Serie hintereinander rausballern, ja, oder auch nicht. Korrekte Geschichte. Lizarazu, Bailey haben wir noch. Ja, nehmen wir mal Lizarazu mit. Können wir eigentlich gar nicht gebrauchen, weil er keine Position spielen kann, die, wir hier unsere, die unsere Formation hier anbietet. Aber na, immerhin 90er-Karte. Komm, wir brauchen Icons, 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 Icons. Larsen, Frimpong, sehr nice. Ja gut, Larsen 87er, dann nehme ich doch lieber Frimpong, Timo hier mit, auch wenn es natürlich die 97er Trotzkarte noch gibt. Aber die 90er Frimpong ist schon nice. Können wir erstmal hier reinstellen. Und Mahrez kommt jetzt erstmal ins Tor, damit wir wenigstens mal hier nur Special-Karten in der Startelf haben. Das sah ja katastrophal aus hier mit diesen ganzen Goldkarten, Non-Rare und seltenen Goldkarten. Macht es auch nicht besser. Oh, nächster, oh, die, wow, Bro, Desai und Zidane, das ist natürlich nice. Das ist natürlich sehr nice. Oh, der kann sogar ZM spielen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Ah, wir haben gar kein ZM. Bro, oh mein Gott. Ja, das war's schon wieder. Ey, ich glaub's nicht. Wir haben nicht mal ein ZM. Da muss ja halt ZDM spielen. Da wäre Desai eigentlich besser gewesen, weil Desai hätte Innenverteidiger und sogar ZDM spielen können. Wir haben gedacht, wir haben ZMs. Das war jetzt wieder komplett los. Nein, gut. Was soll's trotzdem. Er sieht dann natürlich trotzdem nicer als Desai, würde ich sagen. Okay, aber langsam. Boah, unser Team nimmt langsam Gestalt an. Wir sind bei 5 Icons. Also noch alles möglich. Wir bräuchten noch 6 Icons. Wir haben noch 8 Positionen ausstehen. Wenn jetzt hier die nächste Icon kommt, im besten Falle. Joa, Fullit. Ja, Bruder, Fullit bringt uns auch nicht viel, weil der nur... Okay, kann ZM spielen, aber bringt uns auch nicht viel. Er kann auch nur ZM spielen, das ist halt das Problem. Und bei der Formation haben wir leider 2 ZDMs. Das ist natürlich echt bitter. Das ist echt sehr, sehr bitter. Kann hier irgendeiner von denen irgendwas anderes spielen? Kann hier irgendeiner überhaupt CDM spielen? Das gibt's doch nicht. Lucio kann auch nicht, ne? Er kann hier Innenverteidiger spielen. Ah, Bro. Egal, weiter geht's. Wir gucken mal. Ist noch alles möglich. Wir brauchen nur irgendwie gleich irgendwie ein paar ZDM-Karten. Homes hätten wir am Start.
Wir haben natürlich auch Mané. Natürlich higher rated als Froms, aber damit hätten wir eigentlich eine gute Torhüterin wenigstens. Aber Bundesliga, wir haben bislang, obwohl, ah doch, mit Lucio kann man da ein bisschen was fabrizieren. Und wir haben ja auch noch unseren Kollegen Fribon. Naja gut, machen wir es erstmal so. Haben wir wenigstens einen, wo ist eigentlich, ah ja, Schwebe angekommen mit 77. Oh mein Gott, vielleicht kriegen wir gleich noch ein Icon oder so ein Tor. Würde ich natürlich auch nehmen, Barnes und Eusebio, die nächsten Icons, die natürlich wieder nur Stürmer spielen können. Und da sind wir eigentlich gut besetzt. Aber gut, die Mittelfeldkarten kommen ja jetzt gleich noch vom Ding her, hoffentlich. Und daher warten wir mal ab. Wir sind bei 7 Icons. Noch ist alles möglich. 4 Icons brauchen wir noch. 5 Karten stehen noch aus. Wird schwierig, aber ist noch möglich, Leute. Ist noch möglich. Beckham. Nächste Icon, Leute. Nächste Icon, David Beckham, rechts Mittelfeld. Ist natürlich ein bisschen bitter. Der kann auch wieder nur ZM spielen. Ich glaube das hier alles nicht mehr. Ja gut, das wird natürlich jetzt... Wir brauchen jetzt quasi 2 ZDMs, irgendwie, keine Ahnung, am besten ein Icon. Rui Costa kann natürlich auch, gut, wir hätten ZDM hier mit Torfstedt, aber Bro, der 83, können wir auch nicht mitnehmen. Dioro könnte ZDM spielen, okay. Da nehmen wir die wenigstens mal mit, aber, kein Icon, von daher auch nicht viel besser jetzt. Dann lassen wir es jetzt erstmal so chemietechnisch. Gut, chemietechnisch ohne Chemie, also volle Chemie, werden wir eh nicht mehr hinkriegen. Passt Keran, 90er Rate, läuft auf jeden Fall. Nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Okay, wir haben noch 2 Karten. Wir haben noch 2 Karten. Wir sind bei... Und wir bräuchten noch 3 Icons. Das heißt, ein Full Icon Draft wird es nicht mehr. Aber vielleicht kriegen wir noch 10 Icons. Bräuchten wir jetzt noch 2. 10 Icons nicht mehr möglich. 9 Icons allerdings noch. Dafür brauchen wir jetzt... Hätten auch mal Kachou wenigstens Team of Gear geben können. Hätte auch nicht viel gebracht. Aber gut, wir nehmen Akku hier mit. Okay, Leute. Eine Team of Gear Karte. Eine Team of Gear. Eine Icon-Karte. Muss doch noch möglich sein. Dann haben wir wenigstens 9 Icons. Come on. Vielleicht noch Torhüter-Icon oder so. Würde ich ganz gerne nehmen. Leider nicht. Schade. Schade, schade. Na gut, kann man nichts machen. Wir nehmen mal Di Gregorio mit. Naja, gut, schade. Irgendwie war das Team, naja, nicht ganz so nice. Aber okay, immerhin 8 Icons, Leute. Das war es auf jeden Fall von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Täglich einschalten. Und nichts dazu passen, können wir noch irgendwas umstellen. Ne. Naja, was soll's. Schreibt mal wie immer gerne rein, was ihr so zum Team of the Season gezogen habt, Leute. Ich hoffe, ihr habt den ein oder anderen nicen Team of the Season gezogen. Alvaro Pacheco, der hat wenigstens Style, Alter. So muss ein Trainer aussehen, das sage ich euch. Schreibt rein, was ihr so zum Pots gezogen habt. Ich hoffe, ihr habt den ein oder anderen nicen Pots am Start. Und wie immer, schreibt gerne rein, was euer Icon-Rekord im Draft ist. Wie viele Icons hattet ihr in einem Draft? Mein Rekord, 11 Icons nach wie vor. Wir schauen mal, ob wir es hoffentlich irgendwie noch toppen können. Dieses Jahr 12 Icons wäre das Ziel. Schauen wir mal, ob wir es noch schaffen. Und dann würde ich sagen, schaltet morgen wieder ein, 13 Uhr neues Video. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich würde mich sehr freuen. Macht's gut. Haut rein. Bis morgen. Danke fürs Einschalten. 13 Uhr. Wir sehen uns. Und bis morgen. Ciao.